Was denken Sie, die Leistung von dieser Motorbremse? Kommt das in die Nähe von der Retarderbremse? Auf jeden Fall. Also ja. Von der Effektivität her zieht es auf jeden Fall wesentlich besser an als ja. zu meinem jetzt. Okay. Also wie gesagt, meiner ist jetzt auch schon 5 Jahre alt, aber also man merkt schon einen Unterschied. Ein gewaltiger Unterschied, also das merkt man schon. Also besser als der Retarder bei dir? Ah, an der Retarder, als reine Motorbremse kommt sie nicht ganz an den Retarder noch ran. Sag ich mal, wenn ihr da jetzt noch am Forschen seid oder so, sag ich mal, das wirklich noch nachbringt, dann wahrscheinlich ja. Aber also im Moment, die erste Stufe, also jetzt nur rein auf dem Retarder bezogen, so jetzt in der Stufe, also ist der Retarder also wesentlich besser wie meiner. Du meinst die Motorbremse, aber nicht der Retarder? Nee, der Retarder nicht. Also meinst du, an den Retarder kommt es noch nicht ganz ran? Nee. Da ist der Retarder dann schon noch ein bisschen kräftiger, dann sage ich mal. Aber das ist ja, sage ich mal, nur eine Zeitfrage, sage ich mal, eine Zeit der Forschung, dann sage ich mal. Aber wie gesagt, aber kann man sagen, dass das schon 90-95% so. von was man, ja. erwarten kann von ja. einem Retarder jetzt ja. schon da gibt? Ja. Also du meinst so 90% kommt es? Ja, 85, 90, sowas. Also es fehlt schon noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, wenn das noch ein bisschen Zeit kriegt an Forschung und, ja, ja. Ja. und Tests und so, ich glaube, dann habt ihr das dann schon. Funktioniert wenn das. Man das dann denkt, dass eine Retarder sicherlich mit Daimler ist so ja. etwas so 7.500 Euro Optionspreise. Ist ein Preisersparnis dann für den Chef, sage ich mal dann. Ne? Gut, ja, da gibt in dem Sinn, weil dann ja. überlegt der Chef dann auch, nimmt er das jetzt mit Retarder oder ohne Retarder ja. oder nimmt er den gleich mit der starken Motorbremse. Ja. Ne? Diese kommt in die Nähe von vielleicht 900 oder 1000 oder so etwas. Ja. Das hängt ein bisschen ab von. Das ist von schon eine Differenz dann. Das Differenz für nur 10 oder 15% mehr. Das ist dann Geld, wo er dann in den Fahrer reinstecken kann. Genau. Ja, dann kann man andere Sachen kaufen, nicht? Ja. Wir fahren dann nach dem Tunnel, fahren wir rechts ab. Okay. Axel ist das. Okay. Haben Sie Einfluss in die Spezifikation Ihres Fahrzeugs? Ob ist das vom Computer her? Nein, von Optionswahl her. Abi, ja. Also ist komplett offen alles. Also ja. ich entscheide selber. Also ich kann nur. Sie entscheiden selber, ja? Ja. Okay. So. Wir haben zwar ein komplettes System drin, das Fleetboard, alles. Wie gesagt, Sicherheitssystem und ja, und auch das ja. Fleetboard drinnen. Ja. Links fahren wir dann.